Jetzt hier in Thailand habt ihr meistens die euphorische, kreative, voller Elan habende Lara gesehen. Aber dann gibt es halt auch so Tage wie diesen. Ich habe vor einiger Zeit einen Kommentar bekommen, nochmal. Ich habe vor einiger Zeit einen Kommentar bekommen, dass es dieser jemand schon krass. Wo ist denn das überhaupt? Mal gucken. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ich finde es nicht. Ich sehe gerade bei dem Video, bin ich dumm, habe ich ein paar von euren Kommentaren noch gar nicht bearbeitet, beantwortet, meine ich. Und das tut mir sehr leid. Das versuche ich alles noch nachzuholen, aber ich habe jetzt ein Herz gegeben. Sorry. Ich habe ihn gefunden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Tut mir sehr leid. Fratellom? Fratellom? Hat geschrieben unter meinem Video das erste Mal Plekredi. Bin immer wieder erstaunt, wo du die Motivation hernimmst, noch Videos zu erstellen und hochzuladen. An Tagen, an denen du nicht gut drauf bist. Ich auch. Heute Sonntag. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also bin sehr spät eingeschlafen. Dann konnte ich nicht so gut schlafen, weil meine Mitbewohnerin gerade nicht hier ist und das Haus ja ziemlich groß ist und ich Schiss hatte. Ich hatte dann die Katze bei mir im Bett und den Hund bei mir im Bett und gerade dann, als ich einschlafen wollte, so um 4:30 morgens, ich habe das immer noch nicht so raus hier mit der Uhrzeit, hat der Hund auf einmal, und ich habe die ganze Zeit Sehstörungen, hat der Hund angefangen zu bellen. Und ich völlig verdattert aufgesprungen. Bin zum Regal gelaufen, habe mein Cuttermesser geholt oder ein Cuttermesser geholt. Okay, who's there? Who's there? Wer ist da? Oh mein Gott, warum bellst du? Wer ist da? Ich hatte so Panik. Bin dann doch eingeschlafen und habe dann nicht so lange geschlafen, wie ich eigentlich müsste. Also ich weiß, ich brauche meine 8 Stunden, um richtig zu funktionieren. Funktionieren will ich eigentlich auch nicht sagen. Funktionieren klingt so roboterhaft. Ja, wie geht das? Stop. Um einen guten Tag zu haben, um keine wirklichen Symptome zu haben, um produktiv zu sein, um kreativ zu sein, dafür brauche ich meine 8 Stunden Schlaf. Das hatte ich heute nicht. Und dann halt die Katze und der Köter dann da und die erstmal versorgen. Dann habe ich das ganze Haus geputzt und ich habe so, seitdem er so nachts gebellt hat, gestern Nacht, wo ich dachte, dass jemand kommt, habe ich echt so MS-Kopfschmerzen. Obwohl, das stimmt gar nicht. Ich bin gestern, habe ich meine Freundin dann zur Busstation gebracht und dann auf dem Highway Roller gefahren und so, und das erste Mal nachts. Und da hat es schon so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, dass dieser Stress, dieses Angstgefühl, was ich hatte, diese innere Angst vor mir, sei es jetzt, dass ich einen Unfall baue oder halt, dass hier jemand einbricht, ist so stark, unterbewusst noch viel stärker als bewusst, dass es bei mir irgendwas auslöst, irgendwas Schubartiges. Vielleicht ist es auch nur Phantomschmerzen. Vielleicht, keine Ahnung, will mich das irgendwie schützen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es da. Und ich weiß, dass es echt ist. Ob es jetzt ein. Ich glaube nicht, dass es ein. Ich hoffe nicht, dass es ein Schub ist. Wir werden sehen. Diese Sichtstörungen packen mich gerade richtig ab, ey, weil die Helligkeit von der Seite kommt. Und dann habe ich es immer schlimmer, wenn es da hell ist. Oh. Und ich will heute so unglaublich kreativ sein, aber ich könnte mich einfach nur hinlegen und schlafen, ehrlich gesagt. Und keine Ahnung. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Jetzt zum Beispiel. Ich habe das Video gerade, was ihr gerade gesehen habt, 10 Minuten vor 10 Minuten aufgenommen. Und jetzt geht gerade gar nichts mehr. Ich schaffe es nicht reinzugehen, um die Kamera zu holen und ich kann kaum sprechen. Ich glaube, man sieht es auch richtig in meinen Augen. Ich kriege gar nicht auf, ey. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist eine richtige Fatigue-Attacke jetzt. Das ist unfassbar. Ey, ich habe richtig Matsch.
Da ist kein Wort, was es besser beschreibt als Matsch. Und ich habe das, und mein Kopf ist auch ganz heiß. Und es liegt nicht am warmen Wetter. Das ist ja ein richtig gutes Timing jetzt, wo meine Mitbewohnerin nicht da ist. Klasse. Blanco, can you ride the ambulance? Can you take me to the hospital? If something happens, I just ride on you. Bis dann. Doppelkinn on fleek. Ich habe sogar ein Seitenkinn. Okay, schneide ich das echt rein? Mal gucken. Ich habe gerade, ach du Heiliger, angefangen das Video zu schneiden, was ihr jetzt letzten Sonntag gesehen habt, warum ich damit Copaxone aufgehört habe. Entschuldigung. Oh, und ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal wieder Pause machen. Ey. Ich habe jetzt eine halbe Stunde geschnitten. Bin jetzt bei Minute 2. Oh, ich kann mir also nicht zuhören. Ich kann mir echt nicht zuhören. Das geht nicht. Oh, gerade wenn dann so Fatigues und so, ne? Und ich dann so eine Schnatter-Videos mache. Ich kann, es geht nicht, Alter. Es geht nicht. Nein. Deshalb höre ich jetzt noch ein bisschen weiter Musik. Ich hätte jetzt gerne den Hashtag Forever Alone direkt hier neben mir so zum Anlehnen. Swing, swing. Es wird gerade eher schlimmer als besser. Und gerade kam mir der Gedanke, dass ich richtig Angst habe, falls ich echt ins Krankenhaus muss und ob ich überhaupt ins Krankenhaus muss, falls es jetzt noch schlimmer wird oder anhält und ob ich vielleicht Dengue habe und ob ich das jetzt hier filmen soll. Weil in letzter Zeit war es ja doch mehr positiv, aber dann dachte ich, nein, das gehört auch dazu. Und es ist total krass, wie wechselhaft das ist. Vorhin ging es mir schlecht, dann war ich gut drauf. Und jetzt schon wieder so richtig, richtig scheiße, ey. Es macht mir Angst. Auf jeden Fall. Schaut euch diesen Mond an, ey. Schade, dass man es nicht richtig sehen kann in der Kamera, aber es sieht voll geil aus. Man kann richtig gut den Mond erkennen und dann einfach die Wolken drumherum wie so ein Tor und mega krass, ey. Ich habe gerade nochmal Blanco rausgelassen, deshalb stehe ich jetzt hier und irgendwie, wenn ich reingehe, kommt er immer wieder mit rein. Ich weiß nicht, ob er mich zum Pipi machen braucht. Jetzt sehe ich ihn auch gar nicht. Ach doch, da ist er ja. Say hi. Ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil kein Bock gehabt, um ehrlich zu sein. Ich war dann noch aus, habe mir was zu essen geholt und bin dann noch, wie heißt denn das auf Deutsch? I bumped into somebody I know. Ihr wisst bestimmt, ne? Heute bin ich zwar sehr müde, aber dafür geht es mir doch schon um einiges besser. Also das Fiebergefühl ist eigentlich gar nicht mehr da. Die Übelkeit ist nicht mehr da. Und die MS-Kopfschmerzen sind auch viel besser. Also ich habe echt keine Ahnung, woran das gestern lag. Ob es ja Schub ist oder also MS-related oder irgendwie doch Dengue oder irgendwie ein Infekt oder so. Keine Ahnung, jetzt bin ich aber erstmal froh, dass es mir besser geht. Und damit würde ich jetzt auch den Vlog beenden. Eigentlich wollte ich den Vlog genauso enden, also da eben im Dunkeln, wie ihr das gesehen habt, und dass es mir besser geht und alles cool und dies, das positive Message. Und dann kam heute.